Hast du ein Lieblingsstück? Ich denke, es ist wirklich schwierig zu sagen, weil man natürlich über die Jahre Stücke hat, die man immer wieder gespielt hat, so wie Regas Monumentales BACH oder auch die Choralfantasien, die allgemein bekannt sind, und da speziell Hallo, Gott zu loben oder Wachet auf, ruft uns die Stimme. Das sind natürlich Stücke, die man sowieso immer faszinierend und spannend findet. Mich haben immer auch besonders die extremen Stücke gereizt, wie die symphonische Fantasie und Fuge, die einen spieltechnisch herausfordern. Mit den Aufnahmen sind mir auch besonders entlegene und weniger beachtete Stücke wichtig geworden. Da ist zum Beispiel ein kleines Intermezzo, zwei Saiten, D-Dur, was einen ständigen Taktwechsel hat zwischen Zweier- und Dreierpuls, wo man sagt, das klingt fast wie ein Mahlerstück, wie ein langsamer Satz von Mahler, nur in Miniaturform. Oder da ist aus dem Frühwerk, aus der ersten Suite plötzlich ein Satz, der eigentlich selten gemacht wird, weil das ganze Stück 50 Minuten dauert, aber da merkt man erst einmal, welche Genialität auch in den ganz frühen Stücken Max Regas herrschte. Oder da sind Stücke, die eher sperrig sind, wie Alle Menschen müssen sterben, Choralfantasie, oder auch vielleicht wie die erste Sonate, die nicht so häufig gespielt wird, wo man durch die Beschäftigung so unglaublich schöne Momente entdeckt, dass man sagt, das hätte schon immer mein Lieblingsstück sein können und ich habe es jetzt erst entdeckt. Von daher muss ich sagen, die Aufnahmen waren auch ein großes Geschenk, seine eigenen Vorlieben noch einmal zu überprüfen und auch zu merken, dass es so viele faszinierende, besondere Momente in Max Regas Orgelwerk gibt, dass man sich da gar nicht festlegen kann und dass es immer wieder wechselt und erweitert wird.